Heute zeige ich euch, wie ihr für die Smartphone-Kopfhörer ein Etui macht. Ich habe schon eines gemacht, und zwar, das ist so ein schmales. Da könnt ihr die Kopfhörer reinmachen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das ein bisschen mühsam ist, teilweise das da reinzustopfen. Ja, ich mache das dann so, ich schüttel das so rein. Ja, nur das ist nicht so toll. Also das Etui an sich eignet sich zur Aufbewahrung, aber wie man die Kopfhörer da reinkriegt und rausmacht, ist nicht so praktisch. Ja. Wie man so ein Etui macht, falls ihr das wissen wollt, zeige ich euch im Anschluss an dieses neue Etui. Es wird eine Playlist warten, wo ihr am Anfang das neue Etui seht und am Ende dieses. So. Und wie mache ich das jetzt? Ich werde von der Form her das Etui ähnlich behalten. Ich werde es ein bisschen schmäler machen. Ja? Und die Öffnung wird aber hier rum so sein, dass ihr das so aufklappen könnt. So ähnlich wie eine Geldbörse versuche ich das zu machen. Ich nehme da wieder so einen Zellstoff als Füllstoff, denselben Stoff und ein Klettband dann, um das Ganze zu verschließen. Jetzt schneide ich als erstes die Teile zu. Und dann werde ich mit der Overlock das vernähen und zeige euch dann in den nächsten Schritten, wie es weitergeht. Also als erstes mache ich den Zuschnitt.